Zeg hem stuk. Shut up! Mijn god, ik dacht dat je stierf. Who are you? What are they? It's me, King Baby J. And Miss Plastic. Hey! Mijn god, ik hoor je goed. Oké, dat is het eerste video van JJ op zijn kanaal. Wie voelst u die? I am nervous. Er is gratis. Ik ben zo nervous. But why? Wieso? I don't know. Oké, heute, dus erklären, was wir heute machen, ist actually etwas sehr Einfaches. Wir machen ein Q&A, du deine Followers gefragt hast, was sie wissen wollen zu uns zwei. Zu unserer Freundschaft, zu unserer Beziehung, Chemistry. Er hatte eh keine weitere Idee, so this is it. I hope you're happy. Cosa vuoi, Mom? I don't know why. Wenn es um dich geht, dann ist es so einfach. Denk, dass das ein Video für mich ist. It's ich führe her Video. Ich führe das Ganze. Erste einfache Frage. Seit wann seid ihr Freunde? Bitch. Vier Jahre. Vier, oder? Oder drei. Drei Jahre. Drei Jahre! What the fuck? Too damn long. Okay. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben nebeneinander gearbeitet. Period. Und ich habe immer begrüßt. Ich habe auch immer zurückgegrüßt, weil wir hatten große Schaufenster. Und der hat immer gedacht, who is that ugly trans? No. Wir haben uns auch einmal im Ausgang gesehen. Yes. Und haben uns so Hallo gesagt. Und ich dachte, wer ist der Hässliche? Und ich dachte, who is this prostitute? Wahrscheinlich war ich wirklich wie eine Nutte angezogen. On Halloween mit einer Plastic Surgery Halloween Kostüm. Und dann das richtige erste Mal ist, ich war schon selbstständig und ich habe Extensions gebraucht und dann ich habe auf Instagram geschrieben, wer möchte mir Extensions machen, weil ich nicht bezahlen wollte, because I am cheap. Wir haben eine Kooperation gemacht. True. Dein Geschäft und ich habe dann Kooperation gemacht. Genau. Wenn es um ihre Videos geht, I can be myself. Wenn es um mich selber geht, ich so. But you can be yourself too. Hoi. Wer wird schneller hysterisch? 3, 2, 1. Nein, wobei ich denke nicht. Ich denke schon. Sag mir zum Beispiel ein Erlebnis, dass du dachtest, dass ich ein bisschen zu fest überreagiert habe. So every time, jedes Mal, wenn ich dich sehe. Wenn wir in der Disco sind oder gegangen sind. Aber das ist aber etwas anderes. In der Disco ist es quite a lot. Wenn ich mit ihr in die Disco gehe, habe ich plötzlich Freunde, die keine Freunde sind. Die plötzlich so, wie geht's? Und ich so, Zum Beispiel in der Disco, ich bin zum Beispiel dort eine Stunde und dann ist so, okay, das ist mal gone. Aber das ist wirklich. Nein, es ist so, innerhalb von 2 Minuten ist sie gegangen. Ja, ja, wenn etwas in mich so Klick macht, I'm out. Ist so, no. Ich mach das nicht mehr mit. Vermisst du JJ Raffas pinke Haare? Nein. Why? Also ich vermisse es manchmal schon, weil es war doch etwas Schönes. Es hat dir mega gestanden. Ihm? Es hat dir mega gestanden. Wait, hold on. Wait a minute. JJ, also. Never. Nein, ich vermisse die Haare nicht. Ich finde, es steht ihr. Es. Ihr. What you trying to say? Oh. Nein. Jetzt habe ich das Gefühl, Materie ist overlapping. Is fucking. Aber es war auch mega Arbeit für mich jedes Mal. Not only for you. Wir waren 7 Stunden immer im Geschäft zusammen. Und wer musste noch sitzen? Boah, wir sitzen so langweilig. And I was working. Yes, true. 9 to 5 on my day off for your pink hair. Das stimmt. Ja. Du hast immer in die. Deswegen gib ein Like, abonniere, weil das, dieser arme Mann wirklich hat Sachen erlebt mit mir. Was ist eure größte Angst? Aufwachen am Morgen. Bitch, I'm not joking, bitch. Ich weiß. Meine größte Angst? What is my größte Angst? Losing you? Mein Gott, du einfach Pageant. Du einfach schöne Kette, der Antwort.
Ich habe nicht unbedingt eine Angst. Ja, toll, dass du keine Angst hast. Ich habe Angst vor diesem Video. This is what I have for Nein, das diesem ist keine Video. Angst, das ist Aufregung. Nervosität. Das ist Nervosität. Das ist normal. Wie würde eure Band heißen? The Tits Destroyers? Ein Drag Queen Name? Bitch. Du bist keine Drag Queen und ich bin keine Drag Queen. But together we are Drag Queens. We are a fucking mess. Peppa und Pig. Who is Peppa und who is Pig? Oh my god! Also wer ist Peppa und wer ist Pig? I'm the Pig. Bitch, ich kann nicht überleben. Ja! We are Peppa and Pig. Was war das Witzigste, was ihr beide zusammen erlebt habt? Meine Beerdigung. This is gonna be iconic. Unsere Beerdigung werden iconic. No, no, not unsere. I'm dead. Und du guckst einfach zu. Then we are not. Du machst meine Haare. Wir haben so viele witzige Momente zusammen. Dass wir gar keine aufklären, erzählen können. Was verbindet euch? Big Boris, Big Tears. The big personalities. Wirklich. Wir haben große Persönlichkeiten. Du hast zwei große Persönlichkeiten. Eine ist 30 cm und die andere ist... Zwei Stunden später. Why are you dying? Du bist so blöd. Ich dachte, du kriegst keine Luft mehr. I'm not choked. Ich so, what is going on? Ich so, 30 cm. Ich so, dann hab ich's realisiert. Ich so, what the fuck? Also was, wir haben das... Die Antwort war das. Okay, letzte Frage, meine Kinder. Habt ihr den gleichen Geschmack bei Typen? Antwort ist, er steht auf Schwule, ich stehe auf Heteros. Ich mag Heteros, um anzusehen. No, I'm not you being James Charles. No, no, I'm not James Charles. Never. Second dick and cock. Bruh. Ich weiß nicht, wie Michael Jackson aus. Ich weiß nicht, was. Timon! Ich dachte, er sagt immer Jambon. Auf Französisch ist Chicken. Nein, Jambon. Das ist Jambon. Zurück zur einzigen Frage: Was war der lustigste Moment? Rafa wollte mir erzählen, dass sie gerne in Frankreich, in Paris, an einer gewissen Straße wäre. Champs-Élysées. Sie so, an der Champs-Élysées. Und ich so, was? Who is Champ und who is Élysées? Ich so, was ist Champs-Élysées? Ist das Champs-Élysées? Sie so, nein, Champs-Élysées. Er steht geschrieben C-H-A-M-P. Champ. Champs-Élysées. Unsere Typen, and then you got a bitch. Unsere Geschmäcker von den Männern ist ja verschieden. Wie ruhig du bist. Der Geschmäcker von den Männern ist bei uns verschieden. Ist der Motto verschieden. Yes. Also ich mag groß, blond, athletisch, helle Augen meistens, gebildet. You like pigs over pigs with huge dicks. What's you putting me there? Als ob ich die dümmste wäre. Nein, you are not. Nein, ich stehe auf männliche Männer. Bart, groß. Aber sie können auch... Sie müssen nicht muskulös sein, sie können auch skinny sein, sie können dick sein, sie können alles. Die einzige Person mit einem Herz. Jo, korrekt. Und das war's schon. Judith, sag tschüss zu deinen Followers. Das war's. Danke vielmals fürs Zuschauen. Thank you so much. Don't forget. Lasst ein Like da. Schickt deinen Freunden weiter. Kommentar. Ein Kommentar. Und ihr werdet sehen, jedes Mal wird JJ lustiger und entspannter. Das war das erste Video. He is very nervous. Bis nächstes Mal und tschüss.